Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, wird es höchste Zeit, meine Nägel zu machen. Die haben es bitter nötig. Wie ihr sehen könnt, das ist ein Rauswuchs von 7 Wochen. Ich nehme euch wieder mit zum Nägel machen und starte zuerst mal mit dem Entfernen der alten Modellage. Hier bin ich schon fertig, zeige ich euch aber nicht, denn ihr sollt ja dabei sein. Als erstes wird die alte Modellage runtergenommen. Moment, ich muss mal die Kamera neu positionieren. Ja. Ich mache an meiner Hand nicht mit dem Fräser, weil ich einfach von links auf rechts nicht das Gefühl habe und mir mit dem Fräser gerne mal irgendwo ranfeile. Deshalb ist die Handfeile da. Ich mache das jetzt bei allen Nägeln und wenn die dann soweit sind, sprich Nagelhaut zurückgeschoben, unsichtbare Nagelhaut entfernt ist, dann hole ich euch wieder einfach zurück. Form und Länge habe ich mir gleich mit zurechtgefeilt. Ich habe auch ordentlich Material runtergenommen. Jetzt starte ich aber mit der ersten Schicht. Für mich oder bei mir ist das der Shellac Base Coat Keratin von Laveni. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, habe kaum bis keine Liftings mehr. Den trage ich mir jetzt in der dünnen Schicht auf. Das Ganze kommt jetzt in die Lampe. Meinen Aufbau mache ich mit dem Einphasengel Crystal Clear von Laura Arletta. Hier mache ich aber Finger für Finger, damit mir das nicht verläuft. Und zwischendrin härte ich immer an. Dann drehe ich mir den Finger um, dass das Gel so ein bisschen in die Mitte läuft, sprich, dass der Stresspunkt dann auch genügend Gel hat. Und dann wird angehärtet.
Aufbau ist jetzt überall drauf und jetzt wird das Ganze befeilt. Jetzt wird mit dem Buffer nochmal über den Aufbau drüber gegangen und grobe Feilspuren geglättet. Und ja, ich habe mich wie immer selber angefeilt. Das ist bei mir nichts Neues. Entweder schon beim Abnehmen der alten Modellage oder beim Aufbau befeilen. Passiert mir zu 90%. So. Dann den Feilstab richtig gründlich entfernen. Und das ist jetzt das erste Zwischenergebnis, denn nun geht's gleich weiter mit dem Make-up-Gel. Ich benutze von Jolifine Shellac Make-up. Und los geht's. Diesen Shellac trage ich mir in zwei dünnen Schichten auf. Dann deckt er nämlich sehr gut. Das lasse ich jetzt für 30 Sekunden aushärten, dann kommt die zweite Schicht und dann machen wir weiter. Soweit sind alle Nägel jetzt von Grund auf vorbereitet und wir starten mit dem Daumen, das ist nämlich der einfachste. Am Daumen kommt so eine Art Schokoglitter und ein Versiegler. Ich setze mir den Versiegler auf den Nagel auf, härte nicht aus und streue mir
in den feuchten Versiegler mein Glitzer ein. Dazu nehme ich hier meine Schalen, damit ich das Glitzer nicht vergeude. Dann warte ich kurz ein, zwei Sekunden, klopfe das überschüssige Glitzer ab, so schaut's aus, und das lasse ich aushärten. Jetzt ist der Daumen fertig, nur noch das überschüssige Glitzer abputzen. Und weiter geht's auch schon. Der Zeigefinger wird mit dem Flash on Hypnotic Blue von Laveni als Full Cover gemacht. Das härte ich jetzt aus und dann kommt eine zweite Schicht drüber. Der Mittelfinger bekommt einen Streifen mit dem Flash-on-Glitter. Auch anhärten und noch einen zweiten Anstrich. Und aushärten. Mit dem Spiderline Silver von Jollyfeen mache ich da jetzt noch einen Streifen. Zumindest versuche ich das. Das war's auch schon. Mehr soll es nicht sein und das wieder aushärten. Die drei Finger werden jetzt mit dem Mattversiegler Quick Finish Extreme Matt von MPK Nails matt versiegelt. Denn dann kommt da noch ein Design drauf. Das Ganze lasse ich jetzt gut aushärten. Mit meinem Painting Gel White von CBC Beauty Concept, einem dünnen Dotting Tool und meinem schönen Sugar Glitter mache ich jetzt am kleinen Finger ein Design. Dazu brauche ich auch noch einen Pinsel, einen Schlepperpinsel. Den muss ich aber erstmal reinigen, da ist nämlich noch Blau drin. So. Halt. Jetzt geht's los. Ich setze mir mit den weiß Pünktchen auf den Nagel.
Ist gar nicht so einfach mit der ungeübten Hand, da die richtigen Abstände zu finden. So. Das Ganze wird nicht ausgehärtet, denn nun kommt der Pinsel zum Einsatz. Ich versuche euch mal ein Stückchen ranzuholen. Und nun ziehe ich mir mit dem Pinsel von der Mitte weg Linien. Zwischendrin säubere ich mir den Pinsel. Gar nicht so einfach, hier in der Kamera zu bleiben. So, das haben wir geschafft. Das Weiß kommt weg. Das kommt weg. Und jetzt wird auch schon das Glitzer eingestreut. Und dann kann das schon ausgehärtet werden. Das bleibt nämlich eine Schneeflocke im Sugar-Effekt. Und ist damit auch schon fertig, der Nagel. Am kleinen Finger nur noch das Glitzer abputzen und ihr seht, die Schneeflocke hat einen Glitzereffekt. Wir machen aber jetzt weiter mit dem Nagel. Da nehme ich euch ein kleines Stückchen raus. So. Auch hier wird wieder das weiße Paintinggel benötigt. Ich muss ein bisschen in die Kamera. Und ein kleiner, wo seid ihr hier? Nailart-Pinsel oder Malpinsel. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ich versuche das mal so. Genau. Ich nehme mir ein bisschen Farbe auf den Pinsel auf. Setze mir in dem Bereich an und ziehe mir so eine kleine Linie raus. Das Ganze passiert im nächsten Schritt andersrum. Hier ist darauf zu achten, dass die Linien immer kürzer werden. Und dann ziehe ich mir mit der letzten schon mal so einen kleinen Knubbel. Das lasse ich kurz anhärten. Ich habe noch ein bisschen Blau auf der Mischpalette. Das kommt jetzt zum Einsatz. Mein Pinsel sollte aber sauber sein, denn jetzt kommt mit dem Blau das gleiche Prinzip in die Zwischenräume. So, das ist fertig. Pinsel noch mal kurz reinigen und mit Weiß, also es soll ein Tannenbaum sein, mit Weiß einen Stiel machen. Das Ganze kann ausgehärtet werden und dann ist der Finger auch schon dran. Dieser Sticker kommt auf diesen Nagel. Das ist ein selbstklebender Sticker, deshalb habe ich den Untergrund anmattiert mit meinem Mattversiegler. Richtig schön festdrücken
damit keine Löcher entstehen, wo sich der Sticker dann nicht gut versiegeln lässt. Der sollte richtig gut und eben auf dem Nagel aufsitzen. So. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Ich versiegle mir das Ganze jetzt noch, sprich der, der und der bekommen jetzt noch mit dem Glanzversiegler ihren Rest und hier an den Baum setze ich mir noch ein Steinchen. Aber zuerst machen wir mal den Versiegler. Steinchen stelle ich mir aber schon hin, dass ich dann nur noch einsetzen brauche. Ich habe hier diese Crystal Box Schimmer. Das sind von Evena Swarovskis. Die habe ich mal durch Zufall günstig bekommen. Und ja, benutze sie auch gern. Machen wir mal los. Ich verrenke mich immer halb, wenn ich mit links auf rechts arbeite. Und bin auch komischerweise, also was heißt komischerweise, nie zufrieden mit der Arbeit auf der linken, von der linken Hand. Hier beim Tannenbaum zum Beispiel weiß ich, ich habe einen Strich vergessen. Auf der anderen Seite sieht es nämlich besser aus. Könnte ich jetzt nochmal abmachen, möchte ich aber nicht. Und jetzt wird das Ganze schon versiegelt. Da habt ihr den Stein. Ich habe da noch mal ein Pünktchen drauf gesetzt. War leider aus der Kamera. Und jetzt wird versiegelt. Sprich ausgehärtet. Und so sieht das ganze Endergebnis aus. Seht ihr, was ich meine? Ich habe hier bei dem einfach einen Strich zu wenig gemacht. Ist aber jetzt nicht schlimm. Ich bin zufrieden, der ist länger, das ist aber auch mein Arbeitsnagel, den habe ich allgemein ein bisschen kürzer. Jetzt bin ich raus, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe meine Nägel endlich wieder nach langer Zeit schick und bin da auch froh drüber. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.